Herzlich willkommen aus der Bushalle des Nahverkehrs Schwerin zu einer neuen Ausgabe von Stadtstreit Kultur zur Oberbürgermeisterinnenwahl 2023. Unser Thema: Klima- und Umweltschutz in Schwerin. Positionen und Visionen der Kandidaten und Kandidatinnen in Kooperation mit der Klimaallianz Schwerin, der Hauspost Schwerin und TV Schwerin. Unsere Gäste sind die 5 Kandidaten und eine Kandidatin zur Oberbürgermeisterinnenwahl 2023 in Schwerin. Regina Dorfmann kandidiert für Bündnis 90 Grüne. Daniel Trebsdorf für die Partei Die Linke. Thomas Twer ist parteilos, wird von CDU, FDP und den unabhängigen Bürgern Schwerins unterstützt. Dr. Rico Badenschier tritt als amtierender Oberbürgermeister wieder für die SPD an. Martin Steinitz, parteilos, für das Wählerbündnis Aktion Stadt- und Kulturschutz, kurz ASK. Und Leif-Erik Holm ist Kandidat für die AfD. Für den BUND Schwerin spricht Mareike Herrmann. Für TV Schwerin begrüßt sie Thomas Böhm. Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, hier aus der Bushalle des Nahverkehrs Schwerin, des NVS. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und diese Sendung zum Thema Klima, Umweltschutz aufzeichnen, zusammen mit der Klimaallianz Schwerin. Und wir von TV Schwerin sind auch Mitglied der Klimaallianz, weil wir glauben, das macht Sinn, sich zu verbünden und natürlich gemeinsam für Klima- und Umweltschutz einzustehen, zusammen mit anderen Akteuren, wie zum Beispiel auch der Hauspost und meiner Co-Moderatorin Janine Pleger. Schön, dass das geklappt hat, Janine, dass ihr von der Hauspost auch mit dabei seid, aber ihr seid ja auch bei der Klimaallianz dabei. Warum? Ja, weil es uns wichtig ist, ne? Also seit vielen Jahren schon sind wir da aktiv, haben zum Beispiel auch für die Hauspost das Papier umgestellt, drucken sozusagen auf nachhaltigem Papier, bedeutet, wir produzieren die Hauspost mit Ökostrom aus Wasserantrieb und insgesamt bei Maxpress, die Agentur, die ja auch für die Hauspost mit verantwortlich ist, arbeiten wir mit einer Solaranlage oder sind mit E-Fahrzeugen unterwegs. Okay, wir wollen jetzt keinen Überbietungswettkampf hier machen. Wir haben auch ein E-Auto und wir sind völlig papierfrei bei TV Schwerin, ne? Außer die Moderationskarten. Ja, ja. Genau. Okay, gut, genau. Jetzt zählen wir die nicht durch, dann passt schon. Okay, jetzt sind Sie gefragt und zwar ein kurzes Statement zum Thema Klimaallianz, warum eine Allianz für das Klima in Schwerin Sinn macht. Und ich würde hier am besten mit Herrn Steinitz anfangen, der hat ein Mikrofon. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung erstmal vorweg, danke für die Moderation in dem Fall auch. Und warum macht eine Klimaallianz Sinn? Ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass wir auf jeden Fall auf eine Zeit hinsteuern, wo es ein wichtiges Thema ist und in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall vernachlässigt wurde, zu Unrecht. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, eine Allianz zu bilden mit Unternehmen, Privatmenschen, Vereinen etc., sollten wir das natürlich auch tun, um einfach geballt an einem Strang zu ziehen. Ja, Herr Holm. Ja, danke fürs Mikro und für die Einladung natürlich auch. Natürlich ist auch uns der Umweltschutz sehr, sehr wichtig. Wir machen ja mal ein Fragezeichen an die Diskussion, wie alarmistisch muss man an diese Klimathematik rangehen, weil keiner so genau weiß, wie hoch der menschengemachte Anteil an diesem Klimawandel ist, den es natürlich gibt. Das ist ohne Frage so. Und wenn man da vorsichtig ist, dann sollte man auch entsprechende Maßnahmen einleiten, die sinnvoll sind. Wir haben nur ein Problem mit Maßnahmen, die weniger sinnvoll sind. Wenn wir an die große Politik denken, dann stellen wir uns schon die Frage, warum man jetzt Kernkraftwerke abschaltet, wenn man sagt, es ist alles so spitz auf Knopf. Warum schaltet man CO2-emissionsfreie Kraftwerke ab? Wir wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Sondern? Naja, aber das hängt ja alles damit zusammen. Deswegen sind wir da etwas skeptischer aufgestellt, weil wir sagen, alarmistisch vorzugehen ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir erleben das ja nicht nur in dieser Frage, sondern auch in der Frage zum Beispiel der Wärmegeschichte, die jetzt läuft, wo man auch sagt, man überfordert die Leute. Ihrer Meinung nach macht Klimaallianz keinen Sinn. Wir müssen uns jetzt sozusagen das Mikrofon hier teilen, deswegen uns gegenseitig abgeben auch. Okay, wir machen das jetzt, Herr Twer. Ihre Meinung zu Klimaallianz. Warum macht eine Klimaallianz Sinn, also ein Bündnis für das Klima und den Umweltschutz?
Ich will mal die Frage im Gegensatz zum Vorredner direkt beantworten. Meines Wissens haben wir kein Atomkraftwerk in Schwerin. Insofern stellt sich bei so einer lokalen ausgerichteten Frage das so nicht. Ich bin zweimal eingeladen worden, einmal als OB-Kandidat und einmal als Geschäftsführer Diakonie Westmecklenburg-Schwerin, weil wir Mitglied der Klimaallianz sind. In diesen Fragen macht es natürlich Sinn, dass alle Beteiligten, so wie das eben gesagt worden ist, zusammenarbeiten, voneinander lernen, voneinander profitieren. Das bringt nichts, wenn jeder in seinem Klein-Klein dort agiert, sondern das ist eine Frage, die nur zusammen mit der Stadt, mit den Wesentlichen und auch mit allen lokalen Playern zu lösen ist. Deshalb sind wir Mitglied und deshalb macht eine Klimaallianz, eine Zusammenarbeit aller Gruppen in dieser Frage besonders Sinn. Ja, Herr Banschier, Sie sind sowas wie der Schirmherr der Klimaallianz. Sie wirken mit, Sie haben auch sozusagen Mitarbeiter der Stadtverwaltung entsandt in die verschiedenen Arbeitsgruppen. Warum unterstützen Sie die Idee? Es ist jetzt schon zwei, dreimal angeklungen. Es geht hier um Vernetzung der verschiedenen Partner für den Klimaschutz. Man hat sich in den letzten Jahren was getan. Ich erinnere mich noch 2014 als Stadtvertreter meine erste Klimasitzung, wo Vertreter des Nahverkehrs noch gesagt haben, der Fahrradfahrer ist das Problem. Nein, es geht hier nicht um ein Ausspielen von ÖPNV gegen Fahrradverkehr, sondern Klimaschutz gelingt bei der Mobilität zum Beispiel nur gemeinsam. Und deswegen nimmt zum Beispiel der Nahverkehr jetzt Fahrradfahrer mit. Also Fahrräder mit. Also von daher, das ist ein kleines Beispiel, das es zeigt, dass es nur gemeinsam geht. Und da sind wir, muss ich Herrn Holm auch widersprechen, in Schwerin weit entfernt von Alarmismus und Aktionismus, sondern wir machen das in Ruhe, aber wir machen das zusammen. Und nur zusammen kriegen wir dieses riesige Problem Klimawandel dann auch hier lokal mit auf unserer Spielwiese gelöst. Das hört sich gut an, Herr Trebsow. Also wir haben ja tatsächlich vor einiger Zeit fraktionsübergreifend, da hat sich die Vernunft halt auch durchgesetzt, den Klimanotstand für Schwerin in der Stadtvertretung ausgerufen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Kennzeichen, um gerade in diesem Punkt auch voranzuschreiten. Ich bin dafür, dass wir tatsächlich auch das in einem vernetzten Ansatz weiterdenken. Wir haben einen sehr gut aufgestellten Nahverkehr hier. Wir sind auf dem Wege, gemeinsam auch mit der Verwaltung ein Verbundnetz, das auch die Landkreise einbindet, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um insbesondere auch intergenerativ dafür zu sorgen, um zu zeigen, auch die ältere Generation übernimmt Verantwortung für die künftigen Herausforderungen, die mit dem Klima zusammenhängen. Wunderbar. Bleibt noch Frau Dorfmann. Frau Dorfmann, wie nehmen Sie die Klimaallianz hier in Schwerin wahr und warum macht das Sinn aus Ihrer Sicht? Entschuldigung, vielen Dank für die Einladung. Ich denke, Allianzen machen immer Sinn. Allianz bedeutet Bündnis, Allianz bedeutet Zusammenarbeit, bedeutet Vernetzung, bedeutet voneinander lernen. Und das macht nicht nur bei der Klimaallianz Sinn, sondern bei vielen anderen Themen auch. Bei der Klimaallianz macht es ganz besonders Sinn, weil egal, ob menschengemacht oder nicht, und ich würde Herrn Holm da ausdrücklich widersprechen, weil ich glaube schon daran, dass da ganz viel menschengemacht ist. Aber selbst wenn es das nicht wäre, ist es ja ein bestehendes Problem, das wir für die kommenden Generationen in den Griff bekommen müssen. Und wenn wir als Menschen ihn vielleicht auch nicht gemacht haben, was ich wie gesagt ausdrücklich bestreite, dann können wir aber als Menschen trotzdem gucken, ob wir was dagegen tun können und ob wir für die künftigen Generationen unsere Umwelt besser erhalten können. Und das geht vernetzt allemal besser. Okay, herzlichen Dank, Frau Dorfmann. Wir wollen jetzt ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, ne? Also weg vom Gedanken Klimaallianz hin jetzt wirklich zu einzelnen Themen. Und zwar würde ich ganz gerne über Klimaneutralität sprechen. Die Stadt hat sich das für 2035 vorgenommen. Meine Frage wäre, ist das ein realistisches Ziel? Und wenn ja, warum? Vielleicht, Herr Holm, wollen Sie direkt antworten. Ich halte es für unrealistisch. Ich glaube, man darf die Menschen auch nicht überfordern. Selbst wenn man eben diesen Alarmismus hat und einen Klimanotstand ausruft, dann muss man, wenn man schon so denkt, dann muss man die entscheidenden und die richtigen Maßnahmen treffen. Und ich habe deswegen das Thema Kernkraft angesprochen, weil das so widersprüchlich ist. CO2-emissionsfreie Kraftwerke werden abgeschaltet, während man gleichzeitig teils uralte Kohlemeiler wieder ans Netz holt, die sehr viel CO2 rausblasen. Da merkt man doch, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Und dann kommt ein Herr Habeck und sagt, naja, gut, wir werden ja irgendwann alles mit Wasserstoff machen. Die Lösungen sind dafür noch gar nicht so richtig parat. Das ist eine Hoffnung, eine Wette auf die Zukunft, dass das vielleicht mal klappen möge. Hier der Nahverkehr Schwerin hat sich vom Wasserstoff verabschiedet und sagt, die Busse, Wasserstoff machen wir nicht. Wir machen Elektromobilität, ist auch gut, das ist auch gut für den Umweltschutz tatsächlich. Wenn man in der Stadt natürlich nicht mit dem Diesel fährt, ist das wunderbar. Das kann man nur begrüßen, wenn die Reichweiten entsprechend sind, dass das funktioniert. Man muss natürlich an die Gesamt-CO2-Bilanz von solchen Bussen auch denken. Und Klimaneutralität bis 35, das halte ich für
für schwerlich machbar. Man muss eben, wie gesagt, richtige Maßnahmen treffen, aber eben ohne Alarmismus. Deswegen zum Beispiel das Thema Geothermie unterstützen wir durchaus. Es gibt sinnvolle Dinge, die man nutzen kann. Und da ist der Umweltschutz natürlich gut aufgehoben. Wir müssen es am Mikrofon teilen. Deshalb gleich die Nachfrage, wer jetzt für Atomkraft sich ausspricht, der spricht sich auch für ein Endlager hier in Schwerin aus. Ach, das ist ja unsinnig. Es wird übrigens in Zukunft keine Endlager mehr brauchen, weil man die Reststoffe eben wirklich gut verwenden kann. Wir sind ja schon eine Generation weiter, an der hat Deutschland schon gar nicht mehr teilgenommen. Das ist ein bisschen schade drum, weil es wirklich diejenigen müssten eigentlich ganz laut rufen, die sagen Klimanotstand, müssten sagen, das ist die geeignete Brückentechnologie, um dieses Problem schnell ad acta zu legen. Ja, danke für die Antwort hier an dieser Stelle. Wir haben uns noch eine Instanz eingeladen, wenn man so will. Mareike Herrmann natürlich vom BUND. Sie haben es gehört. Hört hier auch, was Herr Holm gesagt hat zu dem Thema. Was sagt der BUND dazu? Also ich kann auch als Wissenschaftlerin, wissenschaftlich studiert, sagen, das ist nachgewiesen und erwiesen, dass der menschengemachte Klimawandel Realität ist und in einem so gigantischen, schnellen Ausmaß stattfindet, wie man sich das gar nicht hat vorstellen können. Und wir Menschen haben schon dafür gesorgt, dass die nächste Eiszeit ausbleibt. Also wem es da nicht kalt den Rücken runterläuft, weiß ich auch nicht. Herr Holm hatte hier eben angesprochen, im Bereich Wasserstoff wäre die Technologie noch gar nicht so weit oder auch immer wieder gerne angeführt wird, die Speichertechnologie für erneuerbare Energien wäre noch gar nicht so weit. Das stimmt so nicht. Das ist auch schon vor 13 Jahren so weit gewesen, dass man Pilotanlagen hatte. Hätte man diese 13 Jahre nicht alles getan, um diese Technologien zu behindern, wären wir da schon sehr viel weiter. Wir brauchen jetzt dort den Schub und deswegen auch das Abschalten der fossilen Energien und der Atomkraft, damit wir da auch diesen Marktmechanismus dann haben, der zu der Fortentwicklung dieser Technologien führt. Und ich unterstütze auch die Entscheidung vom Nahverkehr bei dem Betrieb der Busse auf Strom zu setzen, denn man muss bei Wasserstoff wirklich genau abwägen, wo das Sinn macht. Und es macht nur da Sinn, wo andere elektrische Lösungen nicht möglich sind. Okay, ja. Das ist ein eindeutiges Plädoyer jetzt an dieser Stelle. Ich würde Sie gerne einmal, Frau Dorfmann, dazu fragen. Ne? Gibt es etwas, was Sie aufgreifen wollen oder was ist Ihr Statement zum Thema Klimaneutralität 2035? Ich finde das ganz spannend zu sagen, ist das eigentlich machbar oder ist das nicht wahr? Ist das tatsächlich eine so wichtige Frage in diesem Moment? Die Grüne Jugend beispielsweise hat mich dafür angezählt und hat gesagt, wieso hast du das, wieso steht bald in deinen Papieren drin bis 2035? Das muss doch eigentlich schon bis 2030 möglich sein. Und ich finde, wenn wir 2035 ansetzen, dann geben wir uns ja genau die Zeit, auch die Menschen mitzunehmen. Und es ist doch auch völlig klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass wir Gespräche führen müssen, dass wir gucken müssen, wo können wir umsteuern und wie können wir dieses Ziel erreichen. Aber ein Ziel bis 2035, was bis jetzt, also noch von jetzt an noch 12 Jahre sind, das halte ich für machbar. Wenn es am Ende 2034 wird, umso besser. Wenn es 2036 wird, wird es 2036. Wenn wir uns ein solches Ziel nicht setzen würden, dann fangen wir nicht an. Wir Menschen sind so. Das ist ja, kennen Sie aus dem Sport auch. Wir setzen uns Ziele und wir arbeiten daran, diese Ziele zu erreichen. Und ich finde, mit diesem Zeitraum von 12 Jahren haben wir einen guten Zeitraum gewählt. Herr Twer, wie sehen Sie die Sache? Irgendwie Sie, Ihr Slogan ist ja, Schwerin will mehr. Ist 2035 da mehr oder weniger? Die Grundfrage stelle ich nicht in Abrede. Das ist ganz klar. Ich halte es zumindest für ambitioniert, was nicht schlecht sein muss, aber es ist ambitioniert, weil vielleicht wir auch nochmal so ein bisschen gucken müssen, wie es konkret funktionieren kann. Der Oberbürgermeister macht mich oder andere korrigieren, aber soweit ich informiert bin, kriegen wir neue Gasturbinen in den Stadtwerken für die Fernwärme-Thematik. Und wir haben da einen Wasserstoffanteil in der Perspektive von 10%. Korrigieren Sie mich bitte, wenn das falsch ist. Da müsste man jetzt auf 100% gehen, um diese Gasturbinen dann zu betreiben. Korrigieren Sie mich gleich. Das ist auf jeden Fall das, was ich recherchiert habe. Und es macht ja aus meiner Sicht auch, oder es macht ja nur Sinn, wenn wir grünen Wasserstoff haben. Sonst haben wir ja nichts gewonnen. Wenn man versucht, Alternativen zu erschließen, wie das gerade
in der ja 2015 unter Frau Gramko noch initiierten Tiefengeothermieanlage, die neulich eröffnet worden ist, mit großem Publikum macht, dann müsste man jetzt aber auch bald mal loslegen, weil wir ja wissen, wie lange Planungsprozesse dauern, Genehmigungsprozesse dauern, wenn man weiß, dass man auch natürlich geeignete Standorte noch finden muss. Ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, wie viele Anlagen oder wie viele Tiefengeothermieanlagen wir bräuchten, um dann auch für die Fernwärme ausreichend Energie zu erzeugen. Da muss man halt diese Fragen klären, man muss wissen, und das ist möglich, wenn man es will. Ich habe ja nicht als unmöglich das tituliert, sondern als wenigstens sehr ambitioniert, dass das eine Menge Geld kostet, die Schwerin aus sich heraus, glaube ich, so nicht leisten kann. Ein zweites Thema, vielleicht letzter Satz, ist natürlich das ganze Thema der Privathaushalte, wo wir ja noch, ich habe da keine Zahl, aber tausende Haushalte haben, die mit konventionellen Heizungen dort versorgt sind, und die müssen ja auch alle umgestellt werden. Das Thema Mobilität, begrenzter Zeitraum für jede Antwort, ist erwähnt worden. Auch da bedarf es natürlich hoher Anstrengung, um das zu erreichen. Da kommen wir auf jeden Fall dann auch noch mal später darauf zu sprechen. Herr Badenschier, was ist Ihre Meinung zu 2035? Zählt das Ziel oder zählt die Jahreszahl? Es zählt beides. Also das Ziel ist ja durchaus ein realistisches Ziel. Das Thema Wärme ist angesprochen worden. 60% der Haushalte in Schwerin sind mit Fernwärme versorgt, und wir können realistisch mehr als die Hälfte davon mit Erdwärme decken bis zum Ende des Jahrzehnts. Damit haben wir einen großen Block des Energiebedarfs der Stadt nachhaltig erzeugt. Die Frage des Umgangs mit Gasheizungen ist, glaube ich, bundesweit noch nicht beantwortet. Also weiß nicht genau, da müssten mich jetzt die Wissenschaftler korrigieren, aber Biomethan herzustellen und damit dann Gasheizungen zu betreiben, das ist wahrscheinlich möglich, aber die Frage ist, kriegt man das rechnerisch für alle Haushalte hin? Das Thema Heizen wird das Riesenproblem sein. Ich glaube nicht, dass das Thema Strom so ein großes Problem ist. Gucken Sie ein Luftbild von Schwerin an, wo wir alles Plattenbauten haben, wie viel Flächen für Solar wir möglich hätten. Ich glaube, das Thema Strom wird nicht das Problem sein, und ich muss, auch wenn wir kein Atomkraftwerk in Schwerin haben, nochmal alle Zuschauer auch nochmal daran erinnern, wie es im letzten Sommer war. Im letzten Sommer sind in Frankreich aufgrund der Trockenheit die Atomkraftwerke ausgefallen, und wir haben hier in Deutschland teures Gas verbrannt, damit wir Strom nach Frankreich exportieren können. Also Atom kann auf gar keinen Fall die Antwort auf Strommangel sein, sondern da müssen wir auf erneuerbare Energien setzen. Das macht uns am Ende unabhängig, auch von Uranlieferungen aus Russland. Also ich meine, irgendwoher muss das spaltbare Material ja auch kommen. Also von daher, und von der Endlagersuche habe ich noch gar nicht gesprochen. Vor zwei Wochen war das Bundesinstitut auf dem Marktplatz und hat zur Endlagersuche informiert. Das dauert noch bis mindestens 2035. Also auch da verschieben wir eine Entscheidung, die wir jetzt getroffen werden müsste, auf die zukünftigen Generationen. Und selbst da würde ich verstehen, wenn die zukünftige Generation da selbst auf diesen kleinen Teilaspekt der Energieversorgung Wut hätte. Ja. Trebsdorf, das Thema war Klimaneutralität bis 2035. Wie sehen Sie das? Also ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gebeugt. Ich denke, wir brauchen tatsächlich auch ambitionierte Ziele. Ich habe das klar gemacht, auch gegenüber den Jugendlichen, die sich sehr intensiv bei Fridays for Future engagieren, sage 2030 wäre auf jeden Fall auch ein Thema, was wir angehen müssen. Ich habe das große Problem damit, dass insbesondere bei Themen, die Legislaturperioden von Politikerinnen und Politikern überschreiten, dass die oftmals nicht so ambitioniert angegangen werden. Und ich finde, wir sind schlicht und ergreifend in der Verantwortung, insbesondere der nächsten Generation, aber auch der Generation, die jetzt in Schwerin unterwegs ist, da wesentlich voranzukommen. Und damit sind verschiedene Themen angesprochen worden. Die Endlagersuche ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich das Thema, weil, machen wir uns nichts vor, Plutonium 234 strahlt 45.000 Jahre. 45.000 Jahre. Das heißt, also wenn ich ein Kilo Plutonium 235 habe, dann ist es halt nur, habe ich bei 500 Gramm 45.000 Jahre später. Und die Frage ist tatsächlich, wie wollen wir das überhaupt sozialisieren, diese wesentlichen Kosten? Atomenergie ist mit Abstand die teuerste Energie, und ich wäre echt dafür, dass wir auch hier in dieser Runde nicht über gestrige Technologien sprechen, sondern über Technologien von morgen. Und da sehe ich die Privathaushalte natürlich auch ganz stark dran. Ein Satz noch dazu. Für uns ist es aber wichtig, dass, und das würde ich mir natürlich auch auf die Fahnen schreiben, dass das Ganze sozialverträglich passiert, weil wir können die ambitioniertesten Klimaziele nicht umsetzen, wenn wir die Bevölkerung, die Schwerinerinnen und Schweriner nicht mitnehmen. Und wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie selbst sich über beide Ohren verschulden müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Deswegen geht nur beides. Es geht nur eine sozial-ökologische
Klimawende und auch Verkehrswende. Und da müssen wir, glaube ich, ein Auge drauf haben, ganz besonders, wenn dann die spätere Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister in charge ist. Vielen Dank. Herr Steinitz, für diese Runde sozusagen das Schlusswort viel gehört, aber unabhängig davon sicherlich auch eine eigene Meinung. Klimaneutralität 2035. Ja, das Schöne ist ja, das ist ja, naja, bis wohin wir es schaffen wollen. Wenn es früher klappt, umso besser. Du hast es gerade angesprochen, Daniel, die Halbwertszeit, ne, von den Stoffen, die in den Atomkraftwerken verarbeitet werden, ist abartig hoch. Also ich finde, das kann man nicht verantworten, absolut nicht. Mein Gedanke noch zu der Klimaneutralität. Solaranlagen, super. Aber wenn ich dann überlege, okay, wenn wir alles darüber abdecken, ich meine, die werden ja auch aus Rohstoffen hergestellt, die jetzt relativ rar gesät sind teilweise. Und ich denke, also oder wir haben ja immer das Problem, dass wir irgendwie eine Lösung haben wollen und die benutzen wir dann und das schafft alles aus der Welt. Das funktioniert nicht. Und ich denke, wir sollten da alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. Jetzt zum Beispiel auch in der kommenden Stadtvertretersitzung habe ich einen Prüfantrag gestellt, um zu prüfen, inwieweit es möglich ist, dezentrale kleine Windkraftwerke eben zu installieren in der Stadt, um langsame Winde von ca. 7 km/h Geschwindigkeit auch nutzen zu können. Und gerade diese dezentrale Energieerzeugung, ich denke, da kriegen wir noch eine riesige Lücke mitgeschlossen. Ja, auf die Frage wollen wir später noch zu sprechen kommen, nämlich Energieerzeugung. Wie kann ich Energie erzeugen? Die nächste Frage, das nächste Kapitel wäre jetzt, wir wollen ja immer mehr, mehr, mehr. Wir können hier auch sagen, wir müssen ja sparen beim Thema Energie, auch darüber nachzudenken, wie lässt sich Energie einsparen. Schwerin hatte ja gerade sozusagen es wie andere Kommunen natürlich auch vorgemacht, dass man einfach natürlich Licht ein Stück weit abgeschaltet hat, zurückgenommen hat, dass man keine Denkmäler mal angestrahlt hat nachts. Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Badenschier? Wie kann die Kommune, wie können Sie als Oberbürgermeister natürlich auch die Menschen motivieren, Energie einzusparen? Wir können ja bei TV Schwerin die Sendung Gewusst, wie spart Energie wieder aufleben lassen. Gute Idee, das greifen wir auf, Herr Badenschier. Also Spaß beiseite, wir haben, also habe ich ja gerade schon gesagt, der größte Energiefresser ist die Wärme, von daher ist energetische Sanierung von Gebäuden das A und O. Da haben wir als Kommune mit der kommunalen Wohnungsgesellschaft die Schlüssel für den eigenen Bestand in der Hand, Förderprogramme für die Sanierung privater Gebäude sind keine kommunale Aufgabe, aber da haben wir natürlich bei uns in der Innenstadt die Herausforderung, das haben wir in Schwerin, gute Firmen, die auch Denkmal oder Fachwerk energetisch sanieren können. Das kann funktionieren, das muss nicht im Widerspruch stehen. Dass wir jetzt im letzten Winter alle Möglichkeiten genutzt haben, Energie einzusparen vor dem drohenden Energiemangel, der Anteil, den wir senken konnten durch Beleuchtung. Wie gesagt, also Strom ist nicht der große Treiber, war im einstelligen Prozentbereich. Es war wichtig, weil wir im Herbst letzten Jahres jedes Prozent gebraucht haben. Wir wussten ja vorher nicht, wie gut man am Ende durch den Winter kommt. Aber ich glaube, das sollten wir am Ende nicht überbewerten. Ich glaube, also das Schließen der Sauna, so schmerzhaft das war, und die Temperaturabsenkung in der Schwimmhalle und in den Turnhallen war viel wichtiger als das Beleuchten von Gebäuden, das war dann auch eher ein Symbol. Und ich glaube, dass wir dieses Symbol, und ich hoffe, dass wir so stabil in den nächsten Winter kommen, dass wir diese Symbole nicht mehr brauchen. Herr Trepsdorf, es ist gut, dass Sie die Hand heben. Ich wäre sowieso auf Sie zugekommen, weil Sie vorhin noch von Sozialverträglichkeit eben auch sprachen bei Maßnahmen. Welche Maßnahmen wären denn zum Energieeinsparen sozialverträglich aus Ihrer Sicht? Was ließe sich machen hier in Schwerin? Auf jeden Fall ist das, was jetzt auch die rot-rote Landesregierung ja schon angeschoben hat, ein ganz wesentlicher Effekt. Wir haben zum Beispiel, gehören zu den wenigen Bundesländern, wo auch Balkonkraftwerke, also Mini-Anlagen gefördert werden. Da kann man bis zur Hälfte der Kosten, die die Bürgerinnen und Bürger haben, die auch für Mieterinnen, aber auch für Immobilienbesitzerinnen maßgeblich sind, abgesetzt werden, um da einen Beitrag dazu zu leisten. Das sind viele kleine Schritte, da muss ich an den Steinitz recht geben, die zusammengeführt werden müssen, um in der Summe tatsächlich auch eine Sozialverträglichkeit herzustellen. Aber was natürlich auch dazu gehört, und das ist auch ganz klar, wir müssen die Bildungsinstitutionen nutzen und Klimaschutz und Klimaökonomie auch sehr viel stärker in die Präventionsarbeit hineinbringen. Also die Menschen informieren, wo gibt es Förderprogramme, da sind wir in der Verwaltung gut aufgestellt, dass sich Menschen informieren können, dass sie sehen können, auf welche Subventionen kann ich zugreifen, um auch die Furcht davor zu nehmen, in den Klimaschutz zu investieren. Denn Fakt ist auch,
Wenn wir mal die Stadt als ein Zimmer in einem gesamtdeutschen Haus betrachten, dann brennt schon das Dach und wir können nicht in diesem Zimmer diskutieren, welche Klimaschutzmaßnahmen wir angehen wollen. Deswegen hilft uns Ignoranz nicht weiter, sondern wir müssen schließlich dort in der Kommune tätig werden, wo denn der Klimaschutz auch praktisch umgesetzt wird. Das ist auf Landesebene und auf Bundesebene gut und schön. Hier können Rahmenbedingungen gesetzt werden, aber da ist es mal umgekehrt. Hier werden in einer Kommune ganz konkret die Sachen umgesetzt. Und ich muss ein Stück weit dem Oberbürgermeister widersprechen, zumindest was die Straßenbeleuchtung angeht, da fehlen uns Mittel. Also ich habe mich mit Herrn Nottebaum auseinandergesetzt und den Fachämtern diesbezüglich. Da könnten wir gut und gerne noch 400.000 Euro im Jahr mehr investieren, um zum Beispiel eine energetisch sinnvolle Straßenbeleuchtung weiter auszubauen. Das wäre so ein Punkt, den ich auch ganz weit nach vorn bringen würde. Okay, herzlichen Dank. Vielleicht geben Sie einmal das Mikro noch einen kurzen Platz weiter zu Herrn Steinitz. Das fände ich super. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, ja, da stimme ich zu oder auch da widerspreche ich in Sachen Energieeinsparung hier in Schwerin? Wir sind auf einem richtig guten Weg, was die Effizienz einfach von den Lampen angeht. Daher, und klar, haben wir da noch Potenzial nach oben. Und ich denke auch gerade, weil Badenscher hat es angesprochen, bei der Sanierung von oder denkmalgerechte Sanierung sind wir auch auf einem richtig guten Weg. Und jetzt ist eben die Frage, okay, wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen weitermachen und einfach weiter Gas geben. Strom. Ja, die gleiche Frage natürlich geht auch an Herrn Twer. Herr Twer, wie sehen Sie das? Wo sagen Sie hier, das kann ich unterschreiben, da gehe ich mit und das sind meine eigenen Nuancen? Also ich gehe mit bei den meisten Vorschlägen, die gemacht worden sind, wo man sparen kann, ist das natürlich sinnvoll. Ich finde gut, dass nochmal, oder würde ich mich sehr für aussprechen, das Thema Beleuchtung oder die Reduzierung der Beleuchtung, die wir in der Corona-Zeit ja zum Teil auch hatten und da jetzt in den letzten Anfangsmonaten des schrecklichen Krieges, weil das natürlich auch zum Teil sicherheitsrelevante Geschichten sind. Wenn man dort Straßenbeleuchtung reduziert, fühlen sich Leute unsicherer. Das ist immer eine Frage der Abwägung, das muss man sehen. Und wenn man auch in den Centern, die wir haben, in der Stadt die Beleuchtung zurückführt, geht das vielen auch aufs Gemüt. Insofern sind das Aspekte, wenn man es ganzheitlich betrachtet, die auch mit zu berücksichtigen sind. Ich glaube, wir haben eine Menge Musik auch in der im technologischen Fortschritt. Wir sind hier in der Bushalle. Wenn man die Effizienz der Antriebe von Bussen weiterentwickelt, immer auch die neuesten Produkte dort hat, vielleicht andere Produkte aber auch lange dann benutzt, ist das sicherlich hilfreich. Ich glaube, das eben schon besprochene Thema der Fernwärme bietet Potenzial, dass wir, ich bin kein Techniker, aber Altbauten weiter durch oder noch stärker durch Fernwärme dort versorgen. Das ist eine sehr effiziente Geschichte, wenn die Fernwärme natürlich auch nachhaltig produziert wird. Darüber hatten wir eben gesprochen. Bei Neubauten ergibt es sich, glaube ich, von selbst, dass man da die höchsten denkbaren, aber auch finanzierbaren Standards dann in der Tat umsetzt. Und das Thema Verkehr, dort vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf, müssen wir natürlich dort auch nochmal beleuchten. Und da gibt es ja Vorschläge durch den Ausbau des Nahverkehrs und anderer Dinge mehr, um dort eine gewisse Reduzierung des individuellen Mobilität mit dem Auto umzusetzen. Da kommen wir dann auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Herr Holm, ich bin interessiert, was Sie zu sagen haben zum Thema Einsparen, Energie, Schwerin. Ja, viele Dinge sind ja schon genannt worden. Also ich halte es auch für richtig, dass man möglichst mit moderner Technik vorangeht. Das heißt, nicht die Beleuchtung reduzieren. Das war in der Anfangszeit sicherlich erstmal so notwendig, will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich denke, es ist ja auch ein Zeichen von Zivilisation, dass man eben die Möglichkeiten hat, auch eine Stadt zu beleuchten. Das ist sicherheitsrelevant, absolut, was Kriminalitätsgefühle angeht, was aber auch die Sicherheit selber angeht. Wenn ich sag mal, ältere Menschen auf dem Bürgersteig unterwegs sind und den nicht gut genug erkennen können, dann kann das eben sehr schnell gefährlich werden. Und wenn es bei Älteren zum Oberschenkel-Halsbruch kommt beispielsweise, dann ist es schwierig. Also das heißt, es ist auch eine Frage der Sicherheit, einfach für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Und wenn man da eben zeitig umspringen kann auf moderne Technologien, die effizienter eben mit dem Strom auch umgehen, dann ist das absolut sinnvoll. Dämmung auch absolut sinnvoll. Als Ökonom würde ich sagen, es ist immer auch eine Frage des Preissignals. Ne? Wenn ein hoher Preis da ist, dann sind natürlich auch Hauseigentümer und so weiter, auch Mieter dazu geneigt, dann mit Energie vorsichtig umzugehen. Nun haben wir eine sehr exorbitante Steigerung der Energiepreise gehabt, wo es dann schon schwierig wird, weil es einfach nicht mehr sozialverträglich ist. Das macht es schwierig, aber grundsätzlich ist das der Weg, um zu zeigen, wir müssen den Weg finden, um eben sparsam mit Energie umzugehen. Frau Dorfmann,
Auch an Sie natürlich die Frage, was sind bei Ihnen Einsparpotenziale? Na, über die Einsparpotenziale haben ja meine Kollegen und Kolleginnen schon so einiges erzählt. Da kann ich gar nicht mehr so viel dazu fügen. Die Frage ist ja nicht nur das, was kann die Stadt tun, sondern wie können wir auch die Bürger und Bürgerinnen mitnehmen? Und das ist das, was ich vielleicht auch nochmal ergänzen möchte. Mal ganz abgesehen davon, dass gestern Abend in der Goethestraße keine Beleuchtung war, als ich nach Hause geradelt bin und ich gedacht habe, jetzt mache ich doch mal den Lackmustest, wie sich das anfühlt. Und es fühlte sich zugegebenermaßen komisch an, aber der Mond war einigermaßen hell. Was ich gerne dem hinzufügen möchte zu dem, was hier schon an einigem Richtigen gesagt worden ist, das ist, dass ich gerne das Thema Umweltbildung in der Schule stärker platzieren möchte. Diese ganzen Fragen von, was kann ich eigentlich als Einzelner und Einzelne dazu beitragen? Wie kann ich auch darauf hinwirken, dass beispielsweise auch meine Schule sich da in Richtung Klimaneutralität mehr hinbewegt oder so? Nun haben wir ja als Kommune keinen Einfluss auf die Lehrinhalte, das wird landesseitig entschieden. Wir haben aber als Kommune eine Kontaktbasis zu den Schulsozialarbeitern und Schulsozialarbeitern. Und mit denen würde ich dann auch gerne noch mal ins Gespräch kommen. Wie können wir Umweltbildung? Das ist ein Thema, was wir wirklich noch diskutieren wollen. Umweltbildung steht auf unserem Zettel. Das knüpfen wir da gleich an. Ja, vielleicht knüpfen wir da gleich an. Gut, fein. Genau, Frau Herrmann, Sie haben da was zu erzählen. Wir hatten bei der Vorbereitung eine schöne Anekdote gehört. Genau, da wollte ich mal mit der Runde hier teilen, wie das denn im Alltag so aussieht. Da wird in der 8. Klasse von meinem Sohn erzählt, durch den Lehrer, eine Versorgung mit erneuerbaren Energien wäre in Deutschland nicht machbar. Was nach vielen wissenschaftlichen Studien, die aufzeigen, wie es gehen kann, einfach kompletter Humbug ist. Und da passt es mir sehr gut, dass Frau Dorfmann hier dieses Thema Umweltbildung und was die Stadt da tun kann, angeschnitten hat. Denn das war auch eine Frage von mir an die Kandidaten. Wie kann man dafür sorgen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch in der Schule, auch bei den Lehrern ankommen und sie nicht den nachwachsenden Generationen Humbug erzählen? Weichen wir an dieser Stelle einfach mal von unserer erdachten Reihenfolge ab und nehmen Sie ruhig nochmal Stellung. Es passt ja sehr gut. Sie haben es aufgeworfen, das Thema, also warum nicht? Ich habe es gerade schon gesagt. Niemand von uns ist frei davon, irgendwie einen Gedanken im Kopf zu haben, den er weitergibt an andere Menschen. Davon sind auch Lehrerinnen und Lehrer nicht frei. Wir sind als Kommune, haben wir mit den Lehrinhalten nichts zu tun, wir sind der sächliche Schulträger, aber wir sind als Kommune diejenigen, die die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an den Schulen bereitstellen. Mit denen können wir ins Gespräch kommen, bei denen gibt es Gesprächskreise und Arbeitskreise und über die können wir natürlich Bildungsinhalte, die uns als Schulen, die uns als Kommunen wichtig sind, versuchen zu transportieren. Alles andere, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Herrmann, das geht dann letztendlich über einen Elternbeirat und auch ein Gespräch mit dem Rektor. Ja. Herr Steinitz, wie kann das aussehen, Umweltbildung ganz konkret? Also Umweltbildung, Sie hatten ja auch in einer anderen Diskussionsrunde schon angesprochen, dass es Ihnen sehr stark zum Beispiel um Wasser geht, um den Schutz der Ressource Wasser. Das gehört ja auch mit da rein. Wir können nicht nur über Klima sprechen, wir müssen auch über Umwelt sprechen. Wie kann das aussehen? Also ich denke, grundsätzlich müssen wir auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür schaffen. Ne? Also wie sind die Gegebenheiten jetzt und wo wollen wir hin, beziehungsweise welche Benefits haben wir dadurch? Und ich glaube, da hilft es auch viel, dann eben meinetwegen über Sozialarbeiter in den Schulen oder über Zusatzangebote, über Kurse, wie auch immer, oder AGs, einfach rauszugehen, anzufassen und zu erleben. Und ich glaube, darüber können wir, oder das ist dann eine Möglichkeit, da eben dieses Bewusstsein zu schaffen. Ne? Ja, das Thema AG ist eine Steilvorlage. Das glaube ich auch. Ja, danke schön. Ich selbst betreue im Hauptberuf über unser Demokratiezentrum auch das größte Schulnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern, Schule und Rassismus, Schule mit Courage. 60 Schulen sind dort beteiligt knapp. Und da ist natürlich nicht nur Demokratisierung, Beteiligung und Rassismusprävention ein Thema, sondern natürlich auch Klimaschutz. Und ich denke, gerade im Ganztagsschulbetrieb haben wir durchaus Möglichkeiten, auch als Kommune gemeinsam mit unseren Partnern in die Schulen hineinzuwirken und dafür eine Sensibilisierung zu sorgen. Und das sind manchmal auch ganz einfache Maßnahmen natürlich. Wenn man überlegt, da gibt es auch eine schöne BUND-Studie dazu, dass wenn wir 5 Grad Vorlauftemperatur bei der Heizung, bei der Warmwasserbereitung einsparen, sparen wir bis zu 15 Grad
sparen wir bis zu 15% unserer Energiekosten ein. Auch glaube ich, solche Themen sind wichtig, dass wir die nach vorn bringen und die gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren. Was ist noch ein ganz wesentlicher Schritt? Wir gehen es jetzt an, zumindest auch übers Land, endlich Sozialstandards bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen klar zu bekommen, damit Firmen, die sich zum Beispiel an Tarifentlohnung halten, nicht benachteiligt sind strukturell, weil sie natürlich nicht so kostengünstige Angebote abgeben können. Warum können wir als Kommune nicht da gemeinsam mit der Stadtvertretung auch Klimastandards festlegen, damit Firmen, die mit uns sich auf öffentliche Ausschreibungen bewerben, bei der Einhaltung von Klimastandards und beim Klimaschutzmaßnahmen und energetischen Maßnahmen bevorzugt werden? Wir sind beim Thema Umweltbildung noch. Wir haben ja hier in Schwerin auch ein ganz konkretes Projekt, was wir uns auch aufgeschrieben haben. Janine. Ja, ganz genau. Es ist ja so, dass wir die Naturschutzstation in Neuzippendorf haben und ich frage mich, wie lässt sich denn da gegebenenfalls irgendeine Zusammenarbeit realisieren? Wie soll es damit überhaupt weitergehen? Hätten Sie eine Idee, Herr Holm? Ja, Umweltbildung ist natürlich etwas, was ich nur unterstützen kann. Das ist natürlich sehr vielschichtig, diese Thematik. Ich will vielleicht nochmal an Frau Herrmann anschließen. Ich glaube nicht, dass den Menschen Humbug erzählt wird, wenn gesagt wird, dass man natürlich eine Volkswirtschaft wie Deutschland nicht eben beständig mit Wind- und Sonnenenergie versorgen kann. Das müssten Sie dann mal erklären. Also das ist eben nicht möglich. Ich habe ja nichts gegen Sonn- und Windstrom. Kann man es für einen Energiemix ganz ordentlich, wenn man es dazu nimmt, aber man braucht eben die Grundlastversorgung, weil wir eben die Speichermöglichkeiten nicht haben. Und deswegen muss man da wirklich auch darauf achten, dass man einen vernünftigen Mix hat. Und wir drohen sozusagen von diesem Mix wegzukommen, der uns eigentlich stark gemacht hat und sicher gemacht hat, auch als Deutschland. Umweltbildung, wie gesagt, kann ich nur sehr unterstützen und gerade Naturschutz ist etwas, was so ein bisschen aus meiner Sicht ins Hintertreffen geraten ist, wo man mehr machen kann und das, wenn wir das kommunal weiter unterstützen können, bin ich da sehr dafür, weil wir alle sehen müssen, dass wir ohne die Natur nichts sind. Die Menschheit hat sich so ein bisschen leider von der Umwelt abgekoppelt und ich glaube, wenn man die jungen Menschen gerade da wieder hinführen kann, mehr mit der Natur zu leben, dann weiß man sie auch mehr zu schätzen und das könnte durchaus sinnvoll sein. Okay, ganz herzlichen Dank. Vielleicht, Herr Twer, würde ich nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen, die ich gerade mit aufgeworfen habe. Umweltbildung ja, auch gerne dazu ein Statement, aber wie sieht es mit der Naturschutzstation in Neuzippendorf aus? Hätten Sie eine Idee? Vielleicht nochmal zwei ergänzende Ansätze. Bildung fängt ja nicht in der Schule an, sondern Bildung fängt ja in der Kita an. Wir haben ja zahlreiche Kita-Träger, auch eine städtische Kita, GmbH, wo man sowas ja kindgerecht auch mal machen kann. Im Hauptberuf, im richtigen Leben bin ich ja auch Teil dieser Kita-Landschaft in Schwerin und wir haben Haus der kleinen Forscher und andere Einrichtungen, also andere Konzepte, wo wir in den Kitas uns auch mit wissenschaftlichen Fragen natürlich immer kindgerecht auseinandersetzen. Und man kann ja auch mal Dinge diskutieren, dass man zu einer Meinung dann kommt oder auch eine offene Diskussion führen. Das Zweite ist, das habe ich an anderer Stelle auch vorgeschlagen, spricht ja nichts dagegen, zum Beispiel ein Schulleitertreffen für die Schulleiterinnen und Schulleiter in Schwerin mal zu organisieren, auch zu diesem Thema. Das kann man ja tun, da spricht nichts dagegen, auch für andere Themen, um einfach solche Themen, wo uns aber auch andere Themen, Ausbildung, Studienmöglichkeiten und so weiter und so fort besprochen werden kann. Ich glaube, dass Kinder jetzt zu der zweiten Frage immer interessiert sind, Dinge zu entdecken, Dinge zu erleben, Kinder zu interessieren für Fragestellungen, mit denen sie so im Alltag vielleicht nicht konfrontiert werden, jenseits des Gebrauches von Smartphones und sonstiger elektronischer Spielgeräte. Und da ist natürlich eine solche Einrichtung prädestiniert dafür, solche Räume zu schaffen, um Erlebnisse für Kinder zu produzieren. Letzter Satz, lass uns das positiv bespielen, das Thema. Das ist mein Ansatz mit technischem Fortschritt, mit technologischen Innovationen. Und das muss positiv rüberkommen und nicht als Verbot, nicht als Reduktion von Lebensstandards. Ich glaube, so kriegen wir dann das Thema Bildung in dem Bereich Natur oder Bildung, Naturbildung gut auch umgesetzt. Ja, Herr Barnschier, sowas wie Naturschutzstationen, die man zusammen mit einer anderen Institution wie dem BUND oder dem NABU macht, ist ja eine freiwillige Leistung der Stadt. Wir wissen, dass da sozusagen die Finanzierung natürlich auch immer wieder mal in Frage gestellt wird. Stehen Sie als Oberbürgermeister dazu und sollten Sie künftig natürlich auch Oberbürgermeister bleiben? Ja, genau. Also da jetzt im Konkreten, die Naturschutzstation wird ja vom NABU betrieben. Ächzt auch unter der Energiekostensteigerung. Deswegen hatten wir gemeinsam mit dem NABU auch aufgrund der
verringerten Besucherströme im Winter gesagt, okay, während der Wintermonate bleibt die geschlossen, jetzt ist sie wieder geöffnet, wird vom ZGM gerade auch saniert. Ich war da im letzten Jahr bei einer Veranstaltung, wo ein Gewitterguss über die niedergegangen ist und die Fenster doch schon bedrohlich lavede waren. Also da wird jetzt auch städtisches Geld investiert, um die Naturschutzstation zu erhalten. Und 2025, also der Vertrag geht bis 2025 und auch im Zuge der Neuvergabe, jetzt haben wir hier den BUND sitzen, wir sind ja nicht auf den NABU festgelegt, aber möglicherweise hat der NABU die höchste Profession, werden wir natürlich dann auch über die finanziellen Mittel reden und dann muss man schauen, wie viel Spielraum der städtische Haushalt bietet und dann geht es wahrscheinlich auch um einen Ausgleich der Inflation. Das Bildungsangebot, was dort gemacht wird, ist ganz, ganz wichtig, denn wir reden jetzt hier, ist ja die Klimaallianz, wir reden über Klima. Wir haben ja aber nicht nur die Bedrohung durch das Klima und den Klimawandel, was unsere natürlichen Ressourcen angeht, sondern was mich auch wirklich sehr beschäftigt und wo ich fast noch größere Sorgen habe, ist das Thema Artenvielfalt. Wenn irgendwann mal aufgrund der Reduktion der Artenvielfalt unsere Nahrungsketten zusammenbrechen, dann haben wir von heute auf morgen ein Problem. Da muss man auch keine Panik haben, da muss man aber wachsam sein und möglichst viel für Artenvielfalt tun. Und da sind wir ganz viel bei Bildung, da sind wir bei den Naturschutzverbänden und dafür ist die Naturschutzstation gut. Eine Sache muss ich aber noch richtigstellen. Die Behauptung, wir könnten unseren Energiehaushalt nicht mit der Sonnenenergie decken. Also ganz ehrlich, alle Energie, von der wir hier leben, ist Sonnenenergie. Und die ist teilweise vor 200 Millionen Jahren gespeichert und teilweise ist sie erst vor 3 Jahren auf dem Feld gewachsen. Aber es ist alles Sonnenenergie, was bei uns elektrische oder Wärmeenergie ist. Alles. Und von daher geht es darum, technologisch, und da bin ich beim Positivdenken, es geht darum, technologisch uns so aufzusatteln, dass wir die aktuelle Sonnenenergie so nutzbar machen, dass wir sie aktuell auch verbrauchen und nicht von den Ressourcen von vor 100 Millionen Jahren leben. Das ist jetzt wieder eine Steilvorlage, das greife ich gleich auf. Die Frage dann auch gleich an Sie als Oberbürgermeister. Wir haben hier in Schwerin natürlich die Potenziale der Sonne, die wir natürlich alle nutzen können. Sie haben es gerade sehr schön beschrieben. Und wir haben das Thema Denkmalschutz und Solar auf Dächern und an Balkonen. Wie gehen Sie damit um? Wir haben das große Thema Weltkulturerbe, was wir werden wollen. Das ist ja auch wiederum mit Auflagen verbunden, dass kein Dach sozusagen nicht kein Dach, aber dass Dächer, bestimmte Dächer nicht mit Solaranlagen bestückt werden können. Machen wir es ganz konkret. Ein bestimmtes Dach und das Dach des Schlosses, weil das Schloss im Rahmen der Welterbebewerbung den, ich glaube, Ensembleschutz, Silhouettenschutz, jedenfalls die Dachlandschaft, jedenfalls das einzige Dach, was für die Welterbebewerbung wichtig ist, ist das Dach des Schlosses. Und auch da wird es demnächst möglicherweise Techniken geben, die man gar nicht mehr sieht. Aber alle anderen Dächer haben mit Welterbe nichts zu tun. Aber mit Denkmalschutz. Mit Denkmalschutz. Und da sind wir aber natürlich auf einer Schutzstufe, wo man sagt, also bin ich jetzt auch kein Solarforscher und Solarzellenentwickler, aber ich habe gehört, es gibt Solarzellen, die man am Ende auch nicht mehr auf der Dachlandschaft sieht. Aber wenn ich auf ein Stadtbild von Schwerin gucke und sehe, wie viele Dachflächen wir außerhalb unseres denkmalgeschützten Altstadtkerns haben, dann entscheidet sich das Wohl und Wehe der Solarenergieversorgung Schwerins nicht an den 3 Straßen in der Altstadt, sondern dann entscheidet sich das Wohl und Wehe in den Plattenbaugebieten und in den Außenstadtgebieten. Vielen Dank. Frau Herrmann, vielleicht dazu nochmal, ne? Also wenn wir jetzt über Solarenergie sprechen und auch über das Thema Denkmalschutz, gibt es da wirklich so derartige Schwierigkeiten, Solarenergie durchzusetzen aus Ihrer Wahrnehmung heraus? Ja, wir können hier aus der Klimaallianz berichten, dass verschiedene Partner in der Allianz tatsächlich da Probleme mit dem Denkmalschutzamt bekommen haben und dort sicherlich ein Umdenken notwendig ist. Ich sehe das auch so, dass viele dieser Dächer sind dann mit Dachpappe belegt. Das sieht dann auch nicht hässlicher aus, wenn man da eine PV-Anlage draufstellt. Also das kann man durchaus miteinander vereinbaren. Und wenn man Dächer hat, die zum Beispiel rot sein müssen, wie rote Ziegel, Dachziegel, da gibt es inzwischen so viele Technologien, dass die PV-Anlagen sich dem optisch so annähern, dass das sicherlich auch kein Problem mehr darstellen sollte. Und so denke ich, ist das wirklich gut miteinander kombinierbar. Kommen wir zu unserem 6. Block, wenn du zustimmst, Janine. Wir würden jetzt über Ansiedlungspolitik in Schwerin sprechen und die Ansiedlungspolitik hat ja auch was mit Unternehmen zu tun, die wiederum in einem Bereich unterwegs sind, die sensibel
ist. Wir haben das Beispiel Wink Chemicals hier, zum Beispiel im Industriepark, wo chemische Produkte erzeugt werden. Wie können wir damit umgehen, Frau Dorfmann, die Frage an Sie. Wie können wir mit diesen Ansiedlungen umgehen, die sensibel sind, nach dem Motto, ich möchte mich gerne waschen, aber ich darf nicht nass werden? Ich bin nicht gefragt worden zur Naturschutzstation in Zippendorf und ich würde gerne ganz kurz nochmal dazu sagen, dass ich mit Freuden gehört habe, was der Oberbürgermeister da angekündigt hat in der Zusammenarbeit, weil es mir furchtbar wichtig ist, dass wir die genau da erhalten, wo sie ist. Genau, wichtige Frage. Genau. Mhm. Aber Sie hatten zum Thema Umweltbildung. Ich habe angefangen damit, ja, ich weiß. Ich muss gestehen, dass ich mich als Stadtvertreterin, das habe ich glaube ich auch schon an einer anderen Stelle gesagt, über Wink Chemicals nicht genügend informiert gefühlt habe zu dem Zeitpunkt, als wir sozusagen das Gelände abgegeben haben. Und das ist eine Frage von Information und Transparenz, dass dieses gegeneinander überstellen, ne? Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, dass das immer eine schwierige Abwägung ist, dass es auch eine schwierige Abwägung ist, wie bekommen wir unseren Industriepark gut vermarktet, welche Unternehmen siedeln wir an, das ist völlig klar. Ich würde sehr gerne viel mehr einen Schwerpunkt darauf setzen, dass wir versuchen, ganz gezielt Unternehmen anzusprechen, die halt auch sowohl ethische Standards als auch Umweltstandards einhalten. Und dann wäre Fink Chemicals vielleicht nicht unbedingt der Partner meines Wunsches geworden. Jetzt sind Fakten geschaffen, mit denen wir umgehen müssen. Dazu müsste man aber die Fakten auch nochmal ganz genauer prüfen. Da möchte ich mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen zu sagen, das geht alles gar nicht. Aber alles das, was nicht geht, sollten wir dann auch verhindern. Das heißt, wir müssen da nochmal ganz genau hingucken, was wird hier in Schwerin überhaupt produziert. Der Unternehmer hat ja ein relativ großes Portfolio und die Frage ist, was wird dann hier in Schwerin passieren? Und da müssen wir genau hingucken und da müssen wir auch bei zukünftigen Ansiedlungen viel genauer hingucken. Wenn Sie mich damals gefragt hätten, hätte ich aber auch Nestlé hier schon nicht angesiedelt, weil ich finde, Alu-Kaffeekapseln braucht kein Mensch. Vollkommen richtig. Frau Dorfmann hat, finde ich, einen guten Bogen geschlagen, Herr Twer, und zwar einmal zu sagen, Statement zu Wink Chemicals, aber auch eben zu zukünftigen Ansiedlungen. Wie sähe Ihre Ansiedlungspolitik für Schwerin aus als Oberbürgermeister? Zunächst mal zum zweiten Teil der Frage. Ich setze mich sehr dafür ein, dass wir Mittelstand hier ansiedeln, dass wir zukunftsträchtige Technologien hier in Schwerin produzieren können, die langfristig dann auch von Relevanz sind und dass wir wissensbasierte Arbeitsplätze stärker nach Schwerin bekommen. Dass ich mich intensiv für das Thema Hochschule einsetze, haben wir an vielen anderen Stellen dann thematisiert. Das ist für mich eine Grundlage dessen, dass wir auch diese Firmen hier interessieren können, nach Schwerin zu kommen. Also wir brauchen nicht in erster Linie BMW, Intel, wenn sowas passiert, ist das in Ordnung, alle 30 Jahre mal. Aber die Marschrichtung, die Zielsetzung wäre, Hochtechnologiefirmen anzusiedeln, die auch einen Bezug zu Schwerin haben. Zu Wink Chemicals, da würde ich einfach den staatlichen Institutionen vertrauen. Wir sind, wenn ich mich jetzt richtig informiert oder wenn ich richtig informiert bin, dabei, ich glaube, Grundlage Bundesemissionsschutzgesetz bei der Stalu das prüfen zu lassen. Und wenn die sagen, das ist okay, dann ist das für mich okay. Wenn wir also solchen staatlichen und von uns oder Steuergeldern finanzierten Institutionen nicht mehr trauen, dann brauchen wir diese nicht. Dann macht jeder so seine eigene Forschung oder jeder kommt zu seiner eigenen Meinung. Das kann es nicht sein. Ich bin als ehemaliger Präsident Unternehmerverband natürlich unternehmerfreundlich und halte das für gut. Wenn da Stalu sagt, das geht, dann soll das unbedingt auch so sein. Ja, klare Position. Herr Trebsdorf, wie sieht es bei Ihnen aus? Kann man den staatlichen Stellen vertrauen? Natürlich, wenn sie zivilgesellschaftlich kontrolliert werden. Das ist doch vollkommen klar. Also blindes Vertrauen ist niemals gut, egal in welche Institution. Aber es ist auch die blinde Unterstellung nicht gut, weil sonst staatliches Handeln schlicht und ergreifend unmöglich gemacht wird. Insofern bin ich auch da der Überzeugung, wir haben in Deutschland mit den höchsten Umweltstandards weltweit. Und insbesondere, wenn auch noch der Fokus der Öffentlichkeit darauf gelegt ist und wir zivilgesellschaftlichen Institutionen die Möglichkeit geben, auch nochmal einen Blick darauf zu werfen, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Weil, und das muss man ganz klar sagen, wir sind hier in Westmecklenburg und ich sehe Schwerin tatsächlich nicht nur solitär, sondern immer auch als Einbindung der Stadt in die Region. Müssen wir schauen, dass wir in der Niedriglohnregion schauen, dass wir
natürlich High Potentials hierher bekommen, mittelständische Firmen, Kollege Twer hat es gesagt, da stimme ich voll und ganz mit überein, weil jetzt da auch gar kein Widerspruch herrscht, dass man Unternehmerinnen freundlich ist und trotzdem versucht, Arbeitsplätze nach Spreen zu holen. Das ist schlicht und ergreifend ein geteilter Job zwischen Wirtschaftsförderung und natürlich Unternehmerinnen vor Ort. Klare Position, wir müssen ein bisschen straffen, weil es geht zum Ende. Wir wollen die Stunde nicht wesentlich überziehen. Einen wesentlichen Punkt noch sagen, glaube ich, weil das ist wesentlich, dass wir immer auch über die Regionen hinaus oder über die Stadtgrenze hinaus denken müssen. Und natürlich ist da auch die regionale Anbindung an Windkraft ein wesentliches Thema. Das ist ein Thema, was von der Politik oftmals... Es ging jetzt um Wind Chemicals, deswegen würde ich jetzt hier abbrechen und gerne weitermachen. Genau. Herzlichen Dank. Herr Steinitz, Sie haben jetzt ein bisschen gehört, einfach dazu, was die Mitbewerber sozusagen zu sagen haben. Ihr selber persönlicher Eindruck zum Thema Wing Chemicals und auch Ihre favorisierte Ansiedlungspolitik. Wie sieht sie aus? Genau da würde ich damit einsteigen, was Regina gesagt hat. Also wir wissen jetzt im Vorfeld nicht, was genau produziert wird. Also ich bin der Meinung, wir sollten es nicht von vornherein ablehnen und uns dagegen sträuben, aber wir sollten schauen, was ist das Unternehmen, was ich ansiedeln möchte, bereit zu tun, um es so sicher wie möglich zu machen und welche Anforderungen setzen wir, also welchen Maßstab setzen wir und wie weit sind die bereit, uns entgegenzukommen, was das angeht. Und also ich bin generell offen, also was neue Ansiedlungen angeht. Wie gesagt, man muss es dann abwägen und schauen. Ja, hier würde ich gerne nochmal an den BUND abgeben. Genau, ich würde gerne mal richtig stellen, dass es schon bekannt ist, was diese Firma Wink dort produzieren möchte. Das sind nämlich Gifte, sogenannte Biozide, also das steckt schon im Namen. Es ist dafür da, Leben zu töten und entsprechende Gifte. Und die Produktion wird etwa ein Drittel des bisherigen Energiebedarfs der Stadt nochmal benötigen. So viel zu dem Energieeinsparen-Thema, das wir vorhin einmal hatten. Und da muss man sich doch wirklich fragen, wenn man Umweltschutz und Klimaschutz will, ob das die Ansiedlung ist. Diese Energie muss dann zusätzlich auch noch klimaneutral produziert werden. Und wir haben jetzt zum Thema zivilgesellschaftliche Kontrolle der staatlichen Entscheidungen. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann aktuell bis zum 19. Mai dem Stalu seiner Meinung zu dieser Ansiedlung schreiben. Okay, ganz klare Position. Herr Bahnschier, wie sieht es bei Ihnen aus sozusagen? Die Stadt hat sich entschieden? Also das Thema Energieeinsatz, natürlich hat eine Firma einen Energieeinsatz und der ist dann je nach Produkt höher oder niedriger und genau deswegen wollen wir den Industriepark Schwerin ja zum grünen Industriepark machen, damit wir gerade dort auch Firmen den Anreiz bieten, nachhaltige Werke zu bauen. Das ist der eine Punkt. Die Frage, welches Produkt eine Firma produzieren darf und welche Firmen wir jetzt hier gern hätten, die beantwortet jeder für sich selbst. Regina Dorfmann hat gesagt, Kaffeekapseln sind für sie nichts. Sie sagen, chemische Substanzen sind für sie nichts. Dann kommt noch der Nächste und sagt, wir haben ja auch noch einen Flugzeugzulieferer, aber das ist ja auch eine Ökoschweinerei. Und dann aber am Ende kommt vielleicht noch jemand, der für die traditionelle chinesische Medizin ist und gegen Ypsomed ist, weil die Insulinspritzen herstellen. Also die Frage, wir haben hier einen riesigen Industriepark vor den Toren der Stadt, der wirklich ideal liegt, nämlich weit ab von Wohnbebauung, von großflächiger Wohnbebauung. Und wir haben verkehrstechnisch gut gelegen zu Hamburg. Und ich glaube, wir sollten da den Möglichkeiten, den Firmen, soweit wir das ethisch vertreten können, tatsächlich die Möglichkeit geben. Und was das Argument, was Sie auch bringen, Störfallbetrieb, genau, wenn man so weit außerhalb von Siedlungsstrukturen liegt, dann spricht das für mich nicht dagegen, dass man da auch einen Störfallbetrieb ansiedeln kann. Und Herr Twer hat es gesagt, wo, wenn nicht hier in Deutschland, haben wir die Regularien, diese Betriebe so sicher wie möglich zu bauen. Wir wollen ja auch nicht, dass diese Betriebe dann irgendwo anders auf der Welt, was man alles für Berichte sieht, ich weiß nicht genau, was davon wahr ist, aber da habe ich so meine Fantasie, dass es in anderen Teilen der Welt möglicherweise riskanter ist, so eine Firma zu bauen. Also auch das ist dann gelebter Umweltschutz. Dann baut man so einen Störfallbetrieb lieber in eine Gegend, wo es überwacht wird. Vielen Dank für Ihre Meinung. Herr Holm, sozusagen das Schlusswort für diese Runde. Wie stehen Sie zu Wing Chemicals und auch zur Ansiedlungspolitik hier in Schwerin?
Ja, es ist ja leider so, dass die Investoren nicht gerade Schlange stehen in Schwerin. Und deswegen sollten wir wirklich Investoren willkommen heißen. Wir brauchen mehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen brauchen wir gute Arbeitsplätze. Und Görener Tann ist tatsächlich gut geschaffen. Ich war heute gerade dort und es sieht mehr nach Steppe aus als nach Industrielandschaft, muss man sagen. Einzelne Ansiedlungen haben geklappt, viele haben nicht geklappt, leider. Und dafür müssen wir die Bedingungen schaffen, dass das besser wird. Und ich würde auch so ein Unternehmen wie Wing Chemicals durchaus den Teppich ausrollen wollen, wenn natürlich als Sicherheit. Es müssen alle Standards eingehalten werden, das ist völlig klar. Und ich denke, da besteht ja auch weitgehend Einigkeit. Aber Rosinenpickerei ist, glaube ich, nicht die Position Schwerins im Moment, was Investoren angeht. Und das kann ja ein Startschuss sein. Ich meine, man muss sich ja nur mal überlegen, was wäre gewesen, wenn die Bürger in Ludwigshafen gesagt hätten, BASF, diese Schweinerei wollen wir hier nicht haben. Das ist ein riesen Arbeitgeber mit zig, 10.000 Arbeitsplätzen. Und wir brauchen in Schwerin eben auch diesen Startschuss in eine neue Dimension, was Arbeitsplätze angeht. Deswegen unbedingt den Teppich ausrollen, natürlich bei Einhaltung aller Standards. Und die Bedingungen schaffen, dass sich auch mehr Ansiedlungen dort finden. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben auch die Infrastruktur entsprechend ausbauen. Görener Tann, gerade ewig verschleppt, der A14-Anschluss Schwerin Süd, der muss endlich kommen, das muss schneller gehen, damit wir die Argumente haben. Dazu, das Thema ist angesprochen worden, Fachkräfte, technische Hochschule, ganz, ganz wichtig. Mehr praxisnaher Unterricht in den Schulen, auch im Hort, in den Kitas natürlich möglichst schon anfangen, Technikbegeisterung auslösen, dass wir die jungen Menschen in so eine technische Richtung bekommen. Das sind nämlich die Arbeitskräfte, die wir brauchen werden in der Zukunft. Und da möchte ich auch einer derjenigen sein, die das in die Wege leiten. Vielen Dank. Mit deinem Einverständnis würde ich schon fast die Schlussrunde einleiten wollen zum Thema Mobilität, oder? Wir haben uns vorgestellt, dass wir vielleicht eine Ein-Minuten-Runde machen. Also wir gucken so ein bisschen mit auf die Uhr in diesem Fall. Das erste Wort würde ich in diesem Fall Herrn Trepsdorf überlassen zum Thema Mobilität. Wüsste ich ganz gern von Ihnen, ist Straßenneubau notwendig? Wie sieht es mit der Nordumgehung aus? Das sind so Stichworte, Radwege, Parken, Verkehr in der Innenstadt. Was fällt Ihnen ein? Eine Minute läuft jetzt. Ich würde auf jeden Fall die Nordumgehung nochmal auf den Prüfstand stellen, weil es ist ein Konzept aus den 90er Jahren und wenn das auch im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen ist, müssen wir da rücksichtlich der demokratischen Entscheidung, die nun zweimal in der Stadtvertretung gefallen ist, trotzdem nochmal nachfragen, ob das unbedingt notwendig ist. Weil wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir auch die Moore schützen. Wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir den Verkehr umbauen. Und das heißt, und das war immer meine Position gewesen, Mobilität ist das Zauberwort. Es geht nicht darum, den Menschen das Auto unter dem Gesäß hinwegzureißen und durch einen Fahrradsattel zu ersetzen, sondern zu gucken, wie wir das hinbekommen, dass wir in einem Verbundsystem öffentlicher Nahverkehr geschickt gestaltete, digitalisierte Verkehrsleitsysteme, den Ausbau von des Radwegenetzes und den Individualverkehr so weit gestalten können, dass es für die Schwerinerinnen und Schweriner möglich ist, in einer 15-Minuten-Stadt innerhalb von 15 Minuten die wesentlichen Positionen zu erreichen. Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Infrastruktur, Verwaltung und natürlich auch den privaten Nahraum. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben beste Voraussetzungen. Ich gehe das an und deswegen vorwärts. Mann, oh Mann, es ist erstaunlich, wie man die Sprechgeschwindigkeit nach oben schrauben kann. Christoph, gerade von Ihnen hätte ich es gar nicht erwartet. Irgendwie. Herr Steinitz, wie sieht es bei Ihnen aus? Genau, also ich sehe das sehr ähnlich. Also Nordumgehung auf jeden Fall nein, weil sie ist einfach nicht mehr nötig. Und da wird Natur zerstört, die wir auf jeden Fall schützen müssen. Was die Mobilität in der Stadt angeht, bin ich voll auch bei der 15-Minuten-Stadt. Ich muss sagen, jetzt, ich bin ein relativ schneller Geher und ein relativ schneller Fahrradfahrer und ich komme von der Mitte der Stadt schon fast überall in 20 Minuten hin. Also wir sind schon auf einem guten Weg. Und da sollten wir einfach schauen, dass wir auf jeden Fall einen guten Mix schaffen, was kleine Vehikel angeht, Lastenfahrräder, Fahrräder, Fahrradstraßen, Radwege, sichere Radwege, vor allem auch sichere Gehwege etc., um dem Ziel auf jeden Fall auch näher zu kommen. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, aber den habe ich jetzt leider vergessen. Und ich denke, wir haben das Potenzial dazu und sollten da Vollgas geben in die Richtung. Herzlichen Dank. Herr Holm, Ihre Minute zum Thema Mobilität. Mobilität ist wichtig und ich möchte den Bürgern die Möglichkeit geben, das Verkehrsmittel ihrer Wahl zu nutzen. Wir hatten da neulich auch eine Befragung der OB-Kandidaten dazu. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Der eine sagt ÖPNV, der andere sagt Radverkehr. Wie fahren Sie 2030 oder wie sollen die Bürger fahren? Ich habe gesagt, mit dem Verkehrsmittel ihrer Wahl. Und das ist mir wirklich wichtig, dass wir hier nicht Autofahrer gegen Radfahrer ausspielen. Ich fahre selber gerne mit dem Rad durch die Stadt und die Möglichkeit soll auch da sein. Wir brauchen gute Radwege, ohne Frage, aber wir müssen auch die Mobilität mit dem Auto ermöglichen. Wir leben im ländlichen Raum. Die meisten sind unterwegs auch
außerhalb des Stadtgebiets und müssen das Auto weiterhin benutzen, um auch zur Arbeit fahren zu können. Und da braucht es die Möglichkeiten, gut zu fahren. Deswegen Nordumgehung, ja. A14-Anschluss Schwerin Süd, ja. Brauchen wir ganz unbedingt. Wir brauchen natürlich auch bessere Bahnverbindungen, ohne Frage. Und wir brauchen auch mehr Parkplätze in der Innenstadt. Dafür möchte ich sorgen, damit man die Innenstadt eben auch in Zukunft mit dem Auto erreichen kann und jederzeit auch einen Parkplatz findet. Deswegen grüne Straße, mehr Parkflächen auch in die Höhe, nicht ganz nach hoch, aber zumindest zwei Etagen hinbekommen. In Nähe des Bahnhofs braucht es auch ein solches Parkhaus, dass man eben gerade Urlauber in diese Parkhäuser lotsen kann und die Einwohner mehr Möglichkeiten haben, um auch selber möglichst nah an der Haustür parken zu können. Ja, die Frage geht auch an Herrn Bahnsteiner natürlich. Wie sieht das aus mit den Themen, die wir gerade angesprochen haben? Nordumgehung, Mobilität in der Stadt, vernetzte Verkehre. Ja, Nordumgehung macht Sinn. Und zwar um den Lückenschluss unseres Straßenrings oder unserer Ortsumgehung zu schließen, die Lücke zu schließen und Lübecker Straße, Knautstraße, Möwenburgstraße zu entlasten und für den Fahrradverkehr die Innenstadt oder diese nördlichen Teile der Innenstadt tatsächlich attraktiver zu machen. Das eine bedingt ja am Ende das andere. Wenn Sie in die Unfallstatistik gucken, haben Sie Wismarsche Straße, Knautstraße und Güstrower Straße als mit die gefährlichsten Straßenabschnitte im ganzen Bundesland. Von daher macht auch die Nordumgehung auch aus Verkehrssicherheitsgründen durchaus Sinn. ÖPNV, da möchte ich auf jeden Fall in den nächsten 7 Jahren das Thema Verkehrsverbund Westmecklenburg zum Abschluss bringen. Das hat dann ganz konkrete Folgen auch für die Schwerinerinnen und Schweriner. Also eine Verbesserung der Taktfrequenzen ist damit dabei und eine bessere Anbindung ans Umland. Und da wird der ein oder andere Weg mit dem Auto tatsächlich überflüssig, ohne dass man die Menschen dabei bevormundet, sondern dadurch, dass man ein Angebot schafft. Ausbau der Fahrradwege. Wir haben 44% Anteil des Autoverkehrs in der Stadt. Das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt und da muss man das Verkehrsmittel Auto, glaube ich, nicht mehr protegieren, sondern wir müssen schauen, dass wir auch da mit einer die Mobilitätswende als Angebot gestalten und dann werden wir auch hier einen besseren, wie sagt man so schön, einen günstigeren Model Split hinkriegen. Wunderbar, herzlichen Dank. Frau Dorfmann, Sie haben das Mikro schon direkt bei sich, legen Sie los, Ihre Minute. Meine Minute. Nordumgehung, nein, das habe ich jetzt oft genug gesagt und ich finde es sehr bedauerlich, dass es uns in der Koalition in Berlin nicht gelungen ist, das aus dem Bundesverkehrswegeplan rauszustreichen. Auch den A14-Zubringer sehe ich nicht als direkt notwendig ein, weil ich nach wie vor dafür plädiere, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen statt ins Auto. Und wenn wir auf Schwerin zu sprechen kommen, dann ist ganz klar, dass wir die Innenstadt von Autos entlasten müssen. Das kann mit Park-and-Ride-Angeboten für die Einreisenden, also für die Einpendler oder auch für die Touristen passieren. Das kann aber auch damit passieren, dass wir auch den Innenstadtbewohnern die mehr Anreize dafür schaffen, den ÖPNV zu nutzen, durch eine andere Taktung auch in bestimmten Wohngebieten zu haben, dass ich auch genau weiß, ich komme auch abends mit dem Bus noch wieder hin und zurück und dass es möglich ist, das Fahrrad so zu benutzen, dass ich mich dabei sicher fühle, das Fahrrad auch für Kinder so benutzbar zu machen, dass sie sich dabei sicher fühlen, dass ich als Mutter keine Angst haben muss, wenn ich mein Kind mit dem Fahrrad zur Schule schicke und insgesamt mehr Lebensqualität in der Innenstadt dadurch zu schaffen, dass ich eben Autos ein Stück weit an die Ränder verlagere, damit wir mehr Platz und mehr Flächengerechtigkeit diesbezüglich auch haben und mehr Platz für die Menschen haben zum Flanieren. Und man weiß mittlerweile, dass auch Innenstädte dadurch lebendiger werden, wenn es weniger Autos gibt und die Menschen mehr Zeit haben, in die Schaufenster zu gucken, statt einfach nur durch eine Stadt durchzurauschen. Herr Twer, die Minute für Sie. Mit der Entscheidung zur Nordumgehung habe ich mich bekanntermaßen schwer getan. Ich habe mit der Bürgerinitiative gesprochen, mit Leuten, die dafür sind. Am Ende des Tages sage ich ja, Nordumgehung. Anbindung Autobahnzubringer Süd, ja. Ich habe konkret vorgeschlagen, das Straßenbahnnetz auszubauen. Das geht in einem oder zwei Punkten doch dann mit weniger Aufwand als gedacht, indem man zum Beispiel die Strecke nach Warnitz, auf der jetzt noch private Bahnen fahren, nutzen kann für Straßenbahnen, für sogenannte Mehrsystemfahrzeuge. Das sind Bahnen, die auf den Straßenbahnschienen fahren und auf den Eisenbahnschienen. Gleiches kann man weiter ausbauen und da würde ich an Anknüpfung dessen, was jetzt schon geschehen ist mit der Zusammenarbeit mit den Landkreisen, dann in dem Fall Nordwest wegen Rhena und Gadebusch dann halt nochmal ansprechen, dass auch da die Straßenbahnen hinfahren können. Intelligente Park-and-Ride-System habe ich vorgeschlagen, ganz konkret zum Beispiel auf der Freifläche gegenüber dem Zoo.
Das ist städtisches Gelände in der Nähe der Tankstelle und ich glaube ein Penny ist das dort. Und das stelle ich mir so vor, dass man dort auch Energie erzeugen kann, indem man diese Park-and-Ride-Systeme, Parkplätze überdacht mit PV-Anlagen, mit Flächenkraftwerken. Dort müssen dann die Autos parken oder die Pendler parken, die zur Arbeit nach Schwerin morgens fahren und abends dann wieder zurückfahren. Wenn man allerdings einkaufen will in einem der Innenstadtzentren oder auch den wunderbaren Läden, die wir in der Innenstadt haben, dann muss auch die Möglichkeit bestehen, mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Aber das muss nicht oder definitiv nicht mit neuen Parkhäusern geschehen, sondern in der Kombination dessen, dass man durch den Ausbau des ÖPNV, durch Park-and-Ride-Systeme eine Entlastung schafft, ist dann auch für diejenigen, die zum Einkaufen nach Schwerin kommen, Platz genug, um ihr Auto dort vorübergehend abzustellen. Es muss aber auch, letzter Satz, Parkmöglichkeiten im Einzelhandel für Lastenfahrräder und andere dann geschaffen werden. Das ist noch eine ergänzende Idee. Ja, Herr Twert, vielen Dank für Ihr Statement und natürlich vielen Dank an Sie für Ihre Statements. Frau Herrmann, natürlich vielen Dank, dass Sie in unserer Runde mit dabei waren. Janine, natürlich, das hat Spaß gemacht, diese Co-Moderation, das sollten wir wiederholen auf alle Fälle. Und Sie können das ja natürlich alles auf TV Schwerin sehen und nicht nur einmal. Wenn Sie es jetzt verpasst haben, können Sie wieder von vorne anfangen. Also wir strahlen das ja wiederholt aus dieser Sendung und das fast eine ganze Woche lang, liebe Zuschauer. Und Janine, die Frage an dich. In der Hauspost ist auch was zu lesen. Ganz genau. Nicht als Konkurrenz zu verstehen, sondern einfach als Zusatzangebot. In der aktuellen Hauspost gibt es natürlich auch eine ganze Menge zur Wahl zu lesen. Zu den Kandidaten, aber auch zum Wahlprozedere. Wie sieht es mit der Briefwahl aus? Alle Infos dort und natürlich auch auf den Webseiten aller Kandidaten. Ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Schalten Sie wieder ein, natürlich, wenn wir auf TV Schwerin oder in der Hauspost diskutieren. Thank you.